der Schrecken des Todes. Zu sterben, bevor unser Werk vollendet ist. Was ist die Freude des Lebens? In dem Wissen zu sterben, dass unsere Aufgabe erfüllt ist. Und damit herzlich willkommen zu Warhammer 40k Rogue Trader. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser kurzen Episode seht ihr mich noch. In der nächsten werde ich wahrscheinlich nicht mehr zu sehen sein. In dieser hier bauen wir zusammen den Charakter. Deswegen starten wir jetzt mal hier ein neues Spiel. Und gucken mal. Genau, wir bleiben im Szenario. Gehen hier auf Fortfahren. Und wir wollen tatsächlich in diesem Let's Play ein bisschen mehr Geschichte. Ja, ja doch. Ich glaube, wir gehen hier mal auf Geschichte. So, weiter. Und hier könnte man jetzt Charaktere auswählen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen unseren eigenen Charakter machen. So, weiter. Jetzt brauchen wir erstmal ein ordentliches Porträt. Jetzt brauchen wir erstmal ein... Oh ja, ich glaube... Ja, ja. Nein. Oh, die Porträts sind richtig gut. Ja, ich glaube, er hier wird's. Weiter. Von was für einer Welt sind wir gekommen? Von einer Todeswelt? Sind wir ein leeren Geborener? Ja, die sind, also auf einer Todeswelt. Das sind ganz schlimme Welten, auf denen alles versucht, dich zu töten. Leeren Geborener. Da sind wir im Bauch eines Schiffes geboren. Eine Makropolwelt. Das sind Riesenwelten, in denen Milliarden von Menschen leben. Fabrikwelten, das sind riesige, große Moloche, auf denen die Kriegsmaschinen des Imperators gebaut werden. Die imperialen Welten sind die Welten, in denen mehr oder minder der Adel lebt. Und eine Bollwerkwelt, das ist eine an der Grenze, die immer wieder vom Krieg gebeutelt wird. Und ich glaube, wir kommen aus der Leere. Da würden wir kriegen Glück. Ja, wir kriegen ein bisschen weniger Stärke, weil, wie gesagt, wir sind im All geboren. Wir bekommen folgende Talente. Blutiges Gemetzel. Ansteckendes Glück. Nur eine Fleischwunde, jawohl. Verhexen. Und Schleue. Ja, das machen wir. So, und was sind wir denn geworden? Astra Militarum Commander. Das Astra Militarum, auch bekannt als die Imperiale Garde, ist die wichtigste Kampftruppe des Imperiums und die erste Verteidigungslinie gegen die unzähligen Bedrohungen für die Existenz der Menschheit im 41. Millennium. Du hast als einer der Commander eines Astra Militarum Regiments gedient, Tausende befehligt und Schlachten im Namen des Gott-Imperators gewonnen. Ja. Regimentstaktiken. Verbündete bis zum Ende des nächsten Zuges. Okay. Damit würden wir Unterdrückungsfeuer kriegen. Lass einen Kugelhagel, Freund in Not, unbeirrbar, Heldenmut und SAS Schulter an Schulter. Ich glaube aber, in die Richtung geht's nicht. Ich glaube, der Kommissar auch nicht. Ein Priester des Ministrorum? Oh, wir müssen den ganz schön lange spielen, Leute. Wir müssen den ganz schön lange spielen. Vielleicht ein Offizier der Flotte? Bereit machen für Einschlag. Schwellen plus zwei Deflektion für jede Doktrin, die der Offizier in der Flotte gewählt hat. Okay. Nicht zaudern. Verteilen. Perfektes Timing. Weg von mir. In Deckung gehen.
Oder wisst ihr was? Wir werden ein sanktionierter Psioniker. Psionikern wird Furcht und Misstrauen entgegengebracht, aber für das Imperium sind sie trotzdem ein wertvolles Gut. Die Aufgabe des Adeptus Astra Telepathica ist es, diejenigen zu rekrutieren, zu identifizieren und zu klassifizieren, die psionische Fähigkeiten besitzen. Die Stärksten, die irgendwie lebendig durch die strengen Sanktionsrituale kommen, werden für den Einsatz auf dem Schlachtfeld ausgewählt. Der Geist eines sanktionierten Psionikers ist gegen die vielfältigen Gefahren gewappnet, denen sich die Träger der Warpkräften aussetzen. Du warst einer derjenigen, die für würdig befunden wurden, die Menschheit zu dienen, und du hast wie durch ein Wunder die Gefahren des Warp überlebt. Hinweis: Schädigende Psyker-Kräfte zählen als Waffenangriffe, zählen zum normalen Angriffslimit pro Runde und erhalten alle Vorteile, die Fähigkeiten und Talente, die den Schaden von Angriffen erhöhen. Zum Beispiel kann ein Soldat, der die Fähigkeit Run and Gun einsetzt, zweimal pro Runde schädigende Psyker-Kräfte einsetzen und die Fähigkeit Analyse von Feinden eines Agenten beeinflusst den Schaden von schädigenden Psyker-Kräften. Okay. Damit kriegen wir sanktionierter Psioniker. Und wir bekommen einen C-Wert von 0. Ja. Wir bekommen folgende Talente. Nee, erst Fähigkeiten. Prophezeiung. Biomantie. Telepathie. Pyromantie. Und sanktische Kräfte. Und hier kommen dann die ganzen Talente, durch die wir uns dann später durcharbeiten können. Da gehen wir auf Weiter. So, und was werden wir denn da? Biomantiker erhält die Eigenschaft eiserner Arm. Okay. Fertigkeiten, und hier kommen weitere Talente, die wir dann im Laufe des Spiels bekommen. Sehr. Kommt Vorwarnung. Oh ja, wisst ihr was? Wir werden ein wahnsinniger Pyromantiker. Oh ja. Okay. Jetzt müssen wir entscheiden, was unser Triumph war. Höchste Brillanz. Bei der Untersuchung des Geheimnisses um ein mächtiges, psionisch aktives Xeno-Artefakt ist es dir gelungen, die Schöpfung der Feinde der Menschheit zu zerstören. Okay. Wissen Xenos plus 5. Erlauchter Ruhm. Du hast im Alleingang ein Pilgerschiff gerettet, in dem du bei einer Reise durch das Immaterium einen Riss im Warp aufgehalten hast. Überredung plus 5. Oder eine große Leistung. Die Macht deiner Magie hat einen Dämon des Erzfeindes besiegt und ihn zurück in den Warp vertrieben. Dadurch kriegen wir die Fertigkeit Zwang. Diese Fertigkeit wird durch die Eigenschaft Gefolgschaft beeinflusst. Sie steht für das Talent eines Charakters, andere durch Einschüchterung zu manipulieren, die gewünschten Ziele durch Drohungen und Druck im Dialog zu erreichen. Nee, das ist irgendwie... Wir nehmen die höchste Brillanz. Jetzt kommen wir zur dunkelsten Stunde. Das heißt, das Schlimmste, was unser Charakter erlebt hat. Eine Warpwesenheit hat kurzzeitig von deinem Körper Besitz ergriffen, wodurch deine Seele immerwährende Narben davon getragen hat. Logik minus 5. Zeichen der Schande. Deine Magie führt zu einer Warp-Manifestation an Bord eines Raumschiffs, die letztlich Tausende von Leben forderte. Achtsamkeit minus 5. Oder Schatten der Qual. Ein Fehler bei der Sanktionierung brachte dir stundenlange Agonie und hätte fast dein Leben gefordert. Wissen Warp minus 5. Die Logik? Ja, ich glaube, wir nehmen die Logik raus, oder? Ja. Ja, ja. Genau. Wir haben die immerwährenden Narben auf unserer Seele. Jetzt müssen wir unsere Doktrin auswählen. Das ist quasi wie eine Charakterklasse in den meisten Pen-and-Paper-Spielen. Hier ist es so, dass man hier direkt auch sehen kann,
wie denn der Weg weitergeht. Das heißt, wenn ich hier irgendwie auf der Stufe Großstratege werden möchte, dann muss ich Agent oder Offizier werden. Entschuldigung. Ja, ich glaube, wir werden Offizier. Ja, dann könnten wir hier zum Meistertaktiker oder Soldat. Nee. Wir werden Offizier. Weiter. Jetzt haben wir hier 30 Punkte, mit denen wir Dinge tun dürfen. So. Mit Achtsamkeit. Okay, das geht auf Geschicklichkeit. Ich würde ja gerne hier auf Wahrnehmung ein bisschen was legen, ja. Medikal geht über Geschicklichkeit. Ja, die könnten wir auch ein bisschen anheben. Auf 40. Ja. Dann nehmen wir hier die beiden noch auf 35. Okay. Weiter. Und wie heißt denn unser Schiff? Ah, können wir nochmal? Legion der Sühne, jawohl. Weiter. Dann können wir hier mal... Edmund. Oh ja. Edmund der... Ah, nein, doch nicht, nein. Jabez. Aubrey. Seth. Hiram. Percival. Ja, Percival. Der Psioniker. Okay. Und damit sind wir dann gleich fertig, wenn ich hier drauf drücke. Und deswegen drücke ich jetzt noch nicht, sondern ich verabschiede mich aus der Charaktererschaffung und wir sehen uns gleich in der Folge 1, wo es dann mit der Geschichte weitergeht. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.